Guten Abend, Herr Kurz. Ja, guten Abend. Wir haben gesehen, wie betroffen die Menschen sind. Die Reaktionen sind die Streiks. Die Frage ist aber, wer hat denn überhaupt noch die Autorität zu handeln? Wer kann denn überhaupt noch handeln? Ja, ich denke, sozialer Widerstand ist eigentlich genau richtig. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich die Basis dafür zu schmal ist. Also ein betrieblicher Widerstand allein reicht nicht. Oder einen regionalen Widerstand, und es fehlt eigentlich eine allgemeinere Solidarität. Und man hat ja gehört, in den anderen Opel-Werken, da lässt die Solidarität zu wünschen übrig. Es gibt eben auch die Standortkonkurrenz sogar innerhalb eines Konzerns. Und wichtig wäre eigentlich, dass sich dieser Widerstand verbreitert, dass er sich verbinden kann mit den Auseinandersetzungen um die Sozialtransfers, Stichwort Hartz IV, also auch Krankenversicherung, medizinische Versorgung, all diese Dinge, die ja auch ins Rutschen gekommen sind. Und das ist eine allgemeinere Ebene. Das wäre vielleicht mehr möglich, hier Solidarität zu verallgemeinern. Aber auch da gibt es Konkurrenz. Zum Beispiel ist es ja so, dass zum Teil Leute, die jetzt unter Hartz IV fallen, eigentlich nur wollen, dass sie nicht in die Sozialhilfe rutschen, während die Leute, die da schon drin sind, die sind ihnen eigentlich völlig egal. Aber lassen Sie uns nochmal über Opel reden. Wir Deutschen lieben es ja, nach Fehlern zu suchen, statt nach Verbesserungen zu fangen. Also wer hat in Ihrer Meinung nach die Fehler gemacht? Waren es die Manager? Oder haben wir es sozusagen nur mit dieser Situation der Globalisierung heute zu tun? Also ich denke, diese Geschichte mit den Managementfehlern, das kommt zwar immer wieder, das ist aber eine Ausrede. Man sucht einfach Sündenböcke, man sucht Schuldige. Sicher kann man im einen oder anderen Fall sagen, dass jemand einen Fehler macht, aber die Fehler gibt es immer und die gehören zu dem System ja selber. Sondern das Grundproblem ist eigentlich eher ein Webfehler in dieser Art von Produktion, wie wir sie kennen. Also dieser Prozess der Globalisierung ist ja selber schon eine Reaktion auf eine Krise, nämlich dass eben die Kaufkraft überall zurückgeht, dass die Flucht auf die Weltmärkte kommt, dass es eben überall Defizitstrukturen sind, die das Ganze nur noch tragen. Nur hat man es in Bochum ja scheinbar wieder mit einer Wiederbelebung eines marxistischen Klassenkampfs zu tun. Dirk Becker, Soziologe und Systemtheoretiker, hat heute in der FAZ geschrieben, in der Taz geschrieben, nee, das stimmt nicht, sondern wir haben es mit zwei Formen von Kapital zu tun. Investiven Kapital auf der einen Seite und produktiven auf der anderen. Überhaupt nicht mehr mit Klassen. Würden Sie dem zustimmen? Ja, in kritischer Weise würde ich das so als eine sozusagen eine objektive Ironie bezeichnen, denn der traditionelle Klassenkampf, der hat ja davon gelebt, dass das ganze System der Kapitalverwertung noch expandiert hat, dass immer mehr Menschen da nicht exkludiert ausgesetzt worden sind, sondern dass sie hineingezogen worden sind. Und das haben wir jetzt nicht mehr, sondern jetzt wird es langsam zur Minderheitsveranstaltung. Es findet ein Rückzug statt. Aber gleichzeitig ist das gesamte Leben diesem Kriterium unterworfen. Also es stellen sich da sehr grundsätzliche Fragen, die man nicht mehr bloß mit der alten Positionierung beantworten kann, indem er zum Beispiel sagt, ja, wir haben den Produzentenstolz, dass wir also sozusagen diejenigen sind, die alle Werte schaffen, sondern es werden immer mehr Menschen überflüssig gemacht und eben dieses System von Wertschöpfung selber steht eigentlich zur Disposition. Wie kann man das denn regulieren? Also ist zum Beispiel da VW ein Modell, wo man sagt, also der Staat bzw. das Land in dem Fall muss praktisch mit einem Votum vertreten sein, sodass es unmöglich ist, diesen Konzern im Moment jedenfalls noch an irgendeinen anderen Konzern weltweit zu verlieren? Ja, also ich denke, man sollte sich hier nicht den Kopf zerbrechen, also ich nehme jetzt mal die Position dieses sozialen Widerstands ein, sich den Kopf zu sozusagen der anderen Seite zerbrechen, sondern erstmal wäre es wichtig, dass der soziale Widerstand genauso transnational wird wie das Kapital selber, dass man sich also nicht dauernd vorrechnen lässt, sozusagen die eigenen Lebensinteressen sind ungültig, weil die angeblichen Naturgesetze der kapitalistischen Marktwirtschaft sozusagen einem das einfach wegnehmen müssen. Und dann muss eben stillgelegt werden, dann muss man eben sozusagen objektiv verarmen, sondern dass man sich das nicht gefallen lässt und dass man also bereit ist, auch grundsätzliche Fragen zu stellen. Und solange man nur den Status quo verteidigen möchte, wird einem natürlich die Systemveränderung, die Globalisierung selber bringt, wird einen da überrollen. Aber ist das nicht wie ökonomisches Fernsehen? Also in der Ferne auf irgendeinem Börsenparkett wird entschieden, wo irgendwo anders auf der Welt ein Werk stillgelegt wird.
Ja, so wird es momentan erlebt. Aber die Frage ist eben, ob die Leute, die anderswo in derselben Situation sind, ob man sich mit denen nicht verständigen kann. Nicht? Also solange das so ist, dass eben, ich habe es vorhin versucht anzudeuten, also die Solidarität begrenzt ist, dass man also zum Beispiel Ausländer ausschließt, dass man Asylbewerber ausschließt aus dieser Solidarität, da ist man halt selber nicht transnational. Und das gilt natürlich erst recht, wenn also Produktionskapazitäten verlagert werden oder eben Rationalisierungsinvestitionen, nichts anderes ist ja die Globalisierung, bedeuten, dass das globale Kostengefälle ausgenutzt wird, dass eben dann das verlagert wird nach Taiwan, nach Südkorea oder eben Polen, nach Osteuropa oder Polen. Ja klar, in dem Fall Polen. Dann wäre es eben die Frage, ob an eine Verständigung auch auf der gewerkschaftlichen Ebene, auf der Ebene des sozialen Widerstands mit den Leuten in diesen anderen Ländern erreichen kann. Und da ist diese nationale Beschränktheit eine große Barriere. Das Kapital hat diese Beschränktheit nicht mehr. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, Robert Kurz.